Ein regelrechtes Flammeninferno vernichtete in der Nacht zu Dienstag ein großes Sägewerk im bayerischen Krumbach und verursachte einen Schaden von mehr als 10 Millionen Euro. Mit zahlreichen Wasserwerfern wurde gegen das Flammeninferno vorgegangen. Dabei setzte die enorme Hitzestrahlung den Feuerwehrleuten extrem zu. Wir haben Einsatz mit 40 Mann insgesamt, mit 4 Rettungswagen, 2 Notärzten und mehreren Betreuungseinheiten. Die SEG, also Schnelleinsatzgruppe Betreuung, hat vor allem Flüssigkeit hier rangebracht, nicht in Form von Löschwasser, sondern in Form von Getränken, weil dann durch die massive Hitzeentwicklung natürlich ganz vorne die Feuerwehrleute schnell an das Ende ihrer Kräfte gekommen sind. Wir hatten Gott sei Dank keinen schweren Verletzten zu versorgen, wobei die Explosionen uns schon mal zwischendurch Angst gemacht haben, dass denen auch was passieren könnte. Weiterhin war die Wasserversorgung eines der größten Probleme der Feuerwehr. Um ausreichend Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen, mussten bis zu 1500 Meter Schlauch verlegt werden. Außerdem waren mehrere Bauern mit großen Güllefässern als Wassertransporter im Einsatz. Im Gesamteinsatz haben wir derzeit ca. 400 Einsatzkräfte beteiligt. Feuer unter Kontrolle war gegen 0.45 Uhr, also nach 2 Stunden Einsatzdauer. Als besondere Leistung der Feuerwehr kann man hier hervorheben, dass die umliegenden Hallen komplett geschützt werden konnten, trotz der schwierigen Löschwasserversorgung. Wie es zu dem Brand kam, ist noch völlig unklar. Hinweise auf Brandstiftung gebe es aber nicht, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen.